Laudetur Jesus Christus, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, zur Live-Übertragung der Generalaudienz mit Papst Franziskus. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Silvia Kritzenberger. Ich grüße alle, die über unsere Partnersender mit uns verbunden sind, EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Radio Maria Schweiz. Und natürlich geht mein Gruß auch an alle, die über unsere Webseite, Facebook, Apps und YouTube heute mit dabei sind. Ja, der Sommer ist zwar auch in Rom inzwischen endgültig vorbei. Die Generalaudienzen finden, solange es die Witterung noch zulässt, aber noch auf dem Petersplatz statt. Seit Tagen haben wir ja hier heftige Regenfälle. Hoffen wir also, dass die Pilger auf dem Petersplatz die Audienz heute ohne Regenschauer genießen können. Papst Franziskus wird heute seine Katechesenreihe zum Thema der Unterscheidung fortsetzen. Wir hören heute die 8. Katechese dieser Reihe zum Thema »Warum sind wir trostlos?« Ja, in diesen Wochen beschäftigt sich Papst Franziskus, wie gesagt, mit der Unterscheidung der Geister. Die Unterscheidung der Geister ist ein Klärungsprozess, in dem ein Mensch aus einer persönlichen Vertrautheit mit Christus heraus die von ihm erlebten inneren und äußeren Bewegungen und Antriebe daraufhin überprüft, ob sie mehr zu Gott führen oder eher von ihm weg, um so zu Entscheidungen fähig zu werden, welchen Weg er vor Gott gehen soll. Die Unterscheidung der Geister war der Beginn der Bekehrung des Ignatius von Loyola. Ihm haben sich dadurch ein wenig die Augen geöffnet. Er bekam Licht für die Verschiedenheit der Geister und begann sein bisheriges Leben zu überdenken. Und er erkannte, wie sehr er es notwendig hatte, dafür Buße zu tun. So begann die Geschichte eines großen Heiligen, der nach einer Kriegsverletzung die Gesellschaft Jesu gründete, die bald die ganze Welt missionierte. Seine Methode der Selbsterforschung nannte Ignatius die Unterscheidung der Geister. Bis heute hilft diese Methode Menschen, Verstand und Gefühl zu verbinden, den eigenen Beweggründen auf die Spur zu kommen und gute Entscheidungen zu treffen. Jeder Mensch muss für sich selbst festlegen, was der richtige Weg im Leben ist. Das ist keine Grundsatzentscheidung, die man in seiner Jugend trifft und an der man dann nicht mehr rütteln kann. Seinen Lebensweg zu gehen bedeutet, sich Tag für Tag mit den sich bietenden Alternativen auseinanderzusetzen. Der Weg wird vorgezeichnet, indem wir ihn gehen. Er wird durch unsere Entscheidungen gestaltet. Papst Franziskus dreht wie üblich eine Runde im Papamobil auf dem Petersplatz, um so viele Gläubige wie möglich persönlich begrüßen zu können. Und wie immer in letzter Zeit dürfen auch heute wieder ein paar Kinder mit dem Papst im Papamobil mitfahren.
christlichen Glaubenstradition gibt es verschiedene Ansätze, die dem Menschen helfen, den für ihn richtigen Weg zu erkennen. Die ignatianische Spiritualität geht davon aus, dass Gott in uns allen spricht. Denn sein Geist ist liebevoll und will uns unterstützen. Doch in uns werden noch viele andere Stimmen laut. Die Stimme der Ungeduld, die Stimme des Neids und des Misstrauens, um nur einige zu nennen. So manche Entscheidung, die in gutem Glauben gefällt wurde, entpuppt sich später als Folge von Missgunst oder anderen schlechten Motivationen. Es ist also von höchster Wichtigkeit, dass wir aus der inneren Geräuschkulisse die richtige Stimme herausfiltern. Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, hat lange über dieses Problem nachgedacht. Er kam zu der Erkenntnis, dass wir Gottes Stimme gar nicht in uns direkt hören müssen. Die Regungen, die die verschiedenen Stimmen in uns auslösen, sind der Prüfstein, der uns zu einer guten Entscheidung führen kann. Mit den Regungen der Seele meint Ignatius unsere Stimmungen und Gefühle, aber auch Träume, Erinnerungen, innere Bilder, Gedanken und Vorstellungen. Manchmal drücken sie sich sogar in körperlicher Form aus. Ich kann vor Sorgen Kopfweh haben, aber auch vor Glück hellwach sein. Es geht zunächst um die Wahrnehmung der gegebenen Realitäten. Das Papamobil mit Papst Franziskus fährt nun vor dem Podium vor, das man hier für die Generalaudienz eigens vor dem Petersdom errichtet hat. Und wir werden heute, wie gesagt, seine 8. Katechese zum Thema der Unterscheidung der Geister hören. Heute wird der Papst über die Frage nachdenken, warum sind wir trostlos? Ja, Papst Franziskus steigt nun aus dem Papamobil und wird sich zum Podium begeben. Wir werden wie immer die Lesung in den 8 Amtssprachen des Vatikans hören. Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch und Polnisch. Danach wird Papst Franziskus seine Katechese halten, gefolgt von den Grüßen der Gläubigen, die von Sprechern der verschiedenen Sprachgruppen vorgetragen werden. Und diese Grußworte wird der Heilige Vater mit einem kurzen Grußwort kommentieren. Ja, wir werden jetzt gleich wie immer eine Schriftlesung zum Auftakt hören. Heute aus Psalm 30. Ja, Papst Franziskus ist nun bei seinem Sessel angelangt und wird jetzt gleich die Generalaudienz eröffnen. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lettura dal Libro dei Salmi. Ho detto nella mia sicurezza. Lesung aus Psalm 30. Im sicheren Glück dachte ich einst, ich werde niemals wanken. Herr, in deiner Güte hast du meinen Berg gefestigt. Du hast dein Angesicht verborgen. Da bin ich erschrocken. Zu dir, Herr, will ich rufen und zu meinem Herrn um Gnade flehen. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt. Mein Trauergewand hast du gelöst und mich umgürtet mit Freude, damit man dir Herrlichkeit singt und nicht verstummt. Du livre des Psaumes. Dans mon bonheur, je disais, rien, jamais ne m'ébranlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. Pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. I said to myself in my good fortune, nothing will ever disturb me. Your favor had set me on a mountain fastness. Then you hid your face, and I was put to confusion. To you, Lord, I cried. To my God, I made appeal. For me, you have changed my mourning into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Im sicheren Glück dachte ich einst, ich werde niemals wanken. Herr, in deiner Güte hast du meinen Berg gefestigt. Du hast dein Angesicht verborgen, da bin ich erschrocken. Zu dir, Herr, will ich rufen und zu meinem Herrn um Gnade flehen. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, mein Trauergewand hast du gelöst und mich umgürtet mit Freude. Wort des lebendigen Gottes. Ja, die Lesung auf Deutsch wurde heute von einer Mitarbeiterin im Staatssekretariat vorgetragen. Lectura del libro de los Salmos. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza. Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios. Cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sayal y me has vestido de fiesta. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Eu dizia na minha felicidade, jamais serei abalado. Senhor, foste bom para mim e deste-me segurança. Mas, se escondes a tua face, logo fico perturbado. Clamo a ti, Senhor, e imploro a piedade do meu Deus.
tu converteste o meu pranto em festa. Tiraste meu luto e vestiste-me de júbilo. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. في طمأنينتي قلت لن أتزعزع للأبد برضاك ثبتني يا رب في جبال عزي ثم حجبت وجهك فنال الروع مني إليك يا رب أصرخ وإلى الرب أتضرع إلى رقص حولت ندبي وخلعت مسحي وبالسرور زنرتني كلام الرب. Czytanie z Księgi Psalmów. A ja powiedziałem pewny siebie, nigdy się nie zachwieję. Z łaski Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga. Wołam do Ciebie, Panie, błagam Boga mego o miłosierdzie. Biadania moje zmieniłeś mi w taniec, wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością. Ja, wir hören jetzt gleich die 8. Katechese von Papst Franziskus zum Thema Unterscheidung der Geister. Heute geht es darum, warum sind wir trostlos? Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag und herzlich willkommen. Wir setzen heute unsere Katechesenreihe zum Thema Unterscheidung fort. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, auf das zu hören, was in uns vorgeht, damit wir auf der Welle der Emotionen des Augenblicks keine voreiligen Entscheidungen treffen, die wir bereuen, wenn es zu spät ist. Wir müssen auf das hören, was in uns vorgeht und dann Entscheidungen treffen. In diesem Sinne kann sogar der geistige Zustand, den wir Trostlosigkeit nennen, wenn im Herzen alles dunkel und traurig ist, auch dieser Zustand kann eine Gelegenheit zum Wachstum werden. Denn ohne ein bisschen Unzufriedenheit, ohne eine gesunde Traurigkeit, die gesunde Fähigkeit, die Einsamkeit anzunehmen, mit sich selbst allein sein zu können, ohne wegzulaufen, riskieren wir immer an der Oberfläche der Dinge zu bleiben und nie mit der Mitte unseres Daseins in Kontakt zu treten. Die Trostlosigkeit ist wie ein Weckruf der Seele. Wenn man traurig ist, dann ist das wie ein Weckruf der Seele. Sie hält uns wach, fördert Wachsamkeit und Demut und schützt uns davor, zum Spielball unserer Launen zu werden. All das sind unabdingbare Voraussetzungen für ein Vorankommen im Leben und damit auch im spirituellen Leben. Eine vollkommene, aber sterile Gelassenheit, eine ohne Gefühle, macht uns, wenn sie zum Kriterium unserer Entscheidungen und unseres Verhaltens wird, unmenschlich. Aber wir brauchen Gefühle, wir sind menschlich und die Gefühle sind Teil unseres Menschseins. Wenn man seine Gefühle nicht versteht und nicht lebt, dann wird man unmenschlich und gleichgültig gegenüber dem Leid der anderen, ja auch unfähig, das eigene Leid anzunehmen. Und eine solche vollkommene Gelassenheit kann auch nicht auf dem Weg der Gleichgültigkeit erreicht werden. Diese sterile Distanz, nein, ich distanziere mich, ich mische mich da nicht ein. Das ist kein Leben. Das ist, als würden wir uns in einem Labor einschließen, damit wir keine
Mikroben, keine Bakterien ausgesetzt sind. Für viele heilige Männer und Frauen war die innere Unruhe der entscheidende Anstoß, ihr Leben zu ändern. Es braucht diese gesunde Unruhe, das unruhige Herz, das Herz, das seinen Weg sucht. Das war der Fall zum Beispiel bei Augustinus von Hippo, Edith Stein, Giuseppe Benedetto Cottolengo und Charles de Foucault. Für wichtige Entscheidungen fordert das Leben einen Preis. Einen Preis, der für niemanden unerreichbar ist. Die wichtigen Entscheidungen gewinnt man nicht in der Lotterie. Sie haben einen Preis und diesen Preis muss man zahlen. Diesen Preis muss man mit dem Herzen zahlen, mit einer Entscheidung. Und da gehört auch ein bisschen Mühe dazu. Es ist nicht gratis. Aber es ist ein Preis, der für jeden erreichbar ist. Wir alle müssen diese Entscheidung treffen, um aus dem Zustand der Gleichgültigkeit herauszukommen, der uns frustriert, traurig macht. Die Trostlosigkeit ist auch eine Aufforderung zur Unentgeltlichkeit, dazu nicht immer und ausschließlich nur im Hinblick auf eine emotionale Befriedigung zu handeln. Die Trostlosigkeit bietet uns die Chance zu wachsen, eine reifere, schönere Beziehung zum Herrn und zu den Menschen aufzubauen, die uns lieb sind, eine Beziehung, die sich nicht nur auf ein bloßes Geben und Nehmen beschränkt. Denken wir an unsere Kindheit. Als Kinder wenden wir uns oft an unsere Eltern, weil wir etwas von ihnen wollen. Ein Spielzeug, Geld für ein Eis, eine Erlaubnis. Wir wenden uns ihnen also nicht um ihrer selbst willen zu, sondern wegen eines Interesses. Und dabei sind das größte Geschenk doch sie selbst, unsere Eltern. Und das wird uns in der Phase unseres Wachstums immer mehr bewusst. Genauso sind auch viele unserer Gebete. Sie sind an den Herrn gerichtete Bitten um einen Gefallen, ohne ein wirkliches Interesse an Gott selbst. Wir bitten, bitten, bitten den Herrn um viele Dinge. Im Evangelium heißt es, dass Jesus oft von vielen Menschen umgeben war, die ihn um etwas baten, Heilungen, materielle Hilfen. Aber es ging ihnen nicht darum, einfach nur bei ihm zu sein. Jesus wurde von der Menge bedrängt, er selbst war aber allein. Einige Heilige, ja auch einige Künstler, haben über diese Befindlichkeit Jesu nachgedacht. Es mag seltsam, ja irreal erscheinen, den Herrn zu fragen, wie geht es dir? In Wahrheit aber ist es eine sehr schöne Art und Weise, in eine echte, aufrichtige Beziehung zu seiner Menschlichkeit, seinem Leiden, ja auch zu seiner einzigartigen Einsamkeit zu treten mit dem Herrn, der sein Leben bis zum Ende mit uns teilen wollte. Es tut uns gern, zu lernen, beim Herrn zu sein, zu lernen, beim Herrn zu sein. Und dabei kein anderes Ziel zu verfolgen, auf dieselbe Weise, wie es uns auch mit den Menschen ergeht, die wir lieben. Wir wollen sie immer besser kennenlernen, weil es gut ist, bei ihnen zu sein. Liebe Brüder und Schwestern, das geistliche Leben ist keine Technik, die uns zur Verfügung steht. Es ist kein Programm inneren Wohlbefindens, das wir selbst planen können. Nein, das spirituelle Leben ist eine Beziehung zu ihm, dem Lebendigen, zu Gott. Eine Beziehung, die sich nicht auf unsere Kategorien reduzieren lässt. Die Trostlosigkeit ist also die deutlichste Antwort auf den Einwand, dass die Gotteserfahrung eine Form der Suggestion ist, eine bloße Projektion unserer Wünsche. Wenn man nichts fühlt, wenn alles dunkel ist und man trotzdem in dieser Trostlosigkeit Gott sucht. Und in diesem Fall würden wir immer, wären wir immer glücklich und zufrieden, wie eine Schallplatte, die immer wieder dieselbe Musik spielt. Wer betet, stellt vielmehr fest, dass die Ergebnisse unvorhersehbar sind. Erlebnisse und Bibelstellen, die uns oft begeistert haben,
lösen heute seltsamerweise keine Begeisterung mehr aus. Und ebenso unerwartet schenken Erfahrungen, Begegnungen und Lektüren, denen man nie Beachtung geschenkt hat oder die man lieber vermeiden würde, wie die Erfahrung des Kreuzes, unerwarteten Frieden. Habt keine Angst vor der Trostlosigkeit. Mit Standhaftigkeit weitergehen, nicht weglaufen. In der Trostlosigkeit müssen wir das Herz Jesu, den Herrn, suchen. Und die Antwort, die kommt immer. Lassen wir uns daher angesichts von Schwierigkeiten niemals entmutigen, sondern stellen wir uns der Prüfung mit Entschlossenheit und mit Hilfe der Gnade Gottes, die uns nie im Stich lässt. Und wenn wir eine eindringliche Stimme in uns hören, die uns vom Gebet abbringen will, dann lernen wir, sie zu entlarven wie die Stimme des Verführers. Und lassen wir uns nicht erschrecken. Tun wir einfach das Gegenteil von dem, was sie uns sagt. Danke. Ja, das waren die Überlegungen vom Papst Franziskus zum Thema Trostlosigkeit in seiner 8. Katechese der Reihe Unterscheidung der Geister. Die Geister der Sprache sind heureux, de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. Die Sprecher versichern den Heiligen Vater nun der Gebete der Gläubigen. Und es wird auch in allen Sprachen angekündigt, dass am Ende der Audienz das Vaterunser gebetet wird und der Heilige Vater danach Rosenkränze und andere Andachtsgegenstände segnen wird. Danach folgt eine Zusammenfassung der Katechese in den jeweiligen Sprachen und ein Grußwort von Papst Franziskus. Frères et sœurs, en reprenant nos catéchèses sur le thème du discernement, nous nous consacrons aujourd'hui à la désolation, un état spirituel qui peut être une occasion de croissance. Sans l'insatisfaction, la tristesse salutaire, une saine capacité d'habiter dans la solitude, il y a le risque de demeurer dans la superficialité et de perdre contact avec le centre de l'existence. La désolation provoque une secousse de l'âme, favorise la vigilance et l'humilité, et nous protège du vent des caprices. Une sérénité parfaite, mais ascétique, considérée comme un objectif à atteindre, nous rend inhumains, indifférents à la souffrance des autres et incapable d'accueillir la nôtre. La désolation est aussi une invitation à la gratuité. Être en état de désolation nous offre la possibilité de grandir, de commencer une relation plus responsable, plus belle, avec le Seigneur et les proches. Rester avec Jésus sans autre but est bénéfique pour nous. La vie spirituelle n'est pas une technique mise à notre disposition, ni un programme de bien-être intérieur. Elle est la relation avec le vivant, irréductible à nos catégories. La désolation est la réponse la plus claire à l'objection de l'expérience de Dieu, que une serait une forme de suggestion, une simple projection de nos désirs. Car celui qui prie se rend compte que les résultats sont imprévisibles. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Ich grüße herzlich die französischsprachigen Pilger, insbesondere die Schulen Fénelon und Blomé aus Paris, die Herz-Jesu-Pfarreien Turgot auf Haiti und die Pfarrei Herrlisheim.
Brüder und Schwestern. Angesichts der Schwierigkeiten und Probleme des Lebens fühlen wir uns manchmal machtlos, entmutigt und verärgert. Bitten wir Gott um die Gnade, die Prüfung mit Entschlossenheit und Glauben in völliger Hingabe an die göttliche Vorsehung zu bestehen. Gott segne euch. Vous saluons en français, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, particulièrement les écoles Félénon et Blomé de Paris, la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Turjo en Haïti et la paroisse de Erlinsheim. Frères et sœurs, devant les difficultés et les problèmes de la vie, nous nous sentons parfois impuissants, découragés et troublés. Demandons la grâce de Dieu pour affronter l'épreuve avec décision et avec foi dans un abandon total à la providence divine. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims wish to express to you their sentiments of esteem and respect, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on discernment, we have seen the importance of interpreting the movements of our heart, including occasional experiences of desolation or interior unrest and dissatisfaction. Such moments are, in fact, a challenge to our complacency and an incentive to growth in the spiritual life. In the case of many great saints, like Augustine, this sense of inner unrest was the prelude to a profound conversion. The experience of desolation can open our eyes to see things in a new light, to appreciate the blessings we so often take for granted, and to find our peace in drawing closer to the Lord. In this way, we deepen our relationship with Jesus, which brings not only consolation, but also new challenges to mature in Christian discipleship. At times of desolation or discouragement, may we embrace the experience as an invitation to deeper prayer, closer union with Christ, and steadfast trust in his promises. The Holy Father will now greet us in Italian. Ich heiße die englischsprachigen Pilger willkommen, die an der heutigen Audienz teilnehmen, besonders die Pilger aus England, Dänemark, den Niederlanden, Indonesien, Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika. Auf euch alle rufe ich die Freude und den Frieden Christi unseres Herrn herab. Gott segne euch. I greet the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially those from England, Denmark, the Netherlands, Indonesia, Canada, and the United States. Upon all of you, I invoke the joy and peace of Christ our Lord. God bless you. Ja, nun folgt der Gruß auf Deutsch. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden
und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im Rahmen unserer Katechesenreihe über die geistliche Unterscheidung kommen wir auf die Trostlosigkeit zu sprechen. Welche Bedeutung hat die Erfahrung dieses seelischen Zustands für uns und unser geistliches Leben? Zunächst einmal kann die Trostlosigkeit wie ein Weckruf an uns sein, der uns vor Oberflächlichkeit bewahrt und uns hilft, wachsam und demütig im geistlichen Leben voranzugehen, unser Leben zu verändern, ohne eine künstliche Gelassenheit anzustreben, die uns gleichgültig und damit unmenschlich werden lässt. Im geistlichen Leben geht es letztlich nicht darum, über irgendwelche Techniken ein inneres Wohlbefinden zu erzeugen oder vom Herrn dies und jenes zu erbitten, sondern vor allem darum, eine Beziehung mit ihm aufzubauen, ihn immer besser kennenzulernen und einfach bei ihm, dem Lebendigen, zu sein, auch im Leiden und in der Einsamkeit. Wir erleben in der Trostlosigkeit, dass Gottes Erfahrung nicht machbar und nicht verfügbar ist, sondern uns als Gnade zuteil wird. Darauf aber dürfen wir stets vertrauen. Lassen wir uns also nicht entmutigen und verharren wir in schwierigen Momenten durch das Gebet treu in der Nähe des Herrn. Es folgt nun der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, domenica prossima, ultima dell'anno liturgico, celebreremo la solennità di Cristo Re. Affidiamoci al Signore della storia in tutte le tribolazioni del nostro tempo, nella certezza che sul trono della croce Egli ha sconfitto il male e la morte. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, am letzten Sonntag des Kirchenjahres begehen wir das Hochfest Christkönig. Vertrauen wir uns dem Herrn der Geschichte in allen Nöten unserer Zeit an, in der Gewissheit, dass er auf dem Thron des Kreuzes das Böse und den Tod besiegt hat. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia general se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis volvemos al tema del discernimiento y hoy hablamos de la desolación. Es un estado de la vida espiritual en el que se experimenta insatisfacción, tristeza y soledad. Dios no responde, parece estar alejado,
no sentimos los gustos en la oración que antes percibíamos. Y esto, lejos de ser un mal, es algo benéfico que nos ayuda a crecer, a mantenernos alerta y a ser humildes, disuadiéndonos de buscar a Dios en nuestra satisfacción. Como vemos en la vida de los santos, esta prueba puede dar un impulso a nuestra vida. Por el contrario, querer siempre vivir una serenidad aséptica nos hace caer en una indiferencia inhumana. La desolación es también una llamada a la gratuidad, a no buscar jamás la gratificación emotiva. Esta es la base de una relación auténtica y madura con Dios y con los demás. Nos lleva a aceptar al otro por sí mismo, no por lo que me aporta o por interés. Si captamos en profundidad la humanidad de Cristo como puerta del cielo, podemos llegar a preguntarle: ¿cómo estás? Aprendiendo a amarle precisamente en su sufrimiento y su soledad y hacerlos nuestros. Saludo cordialmente. Der Gruß an die spanischsprachigen Gläubigen. Bitten wir den gekreuzigten Jesus, der zum Vater den Schrei erhebt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass er uns helfen möge, ihm auch in der Verzweiflung zu folgen, indem er uns einen festen Glauben, eine unerschütterliche Hoffnung und eine Liebe schenkt, die fähig ist, uns bedingungslos in seinen Willen zu fügen. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade, e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Continuando com o tema do discernimento, deixai que vos fale hoje da desolação, daquele estado de espírito que traz consigo um pouco de insatisfação, uma tristeza salutar, uma sadia capacidade de estar na solidão, de estar conosco mesmo sem fugir. Pois a desolação sacode a alma, mantém-a desperta, favorece a vigilância, convida-nos à gratuidade, a não agir sempre só para viver consolados. Dá-nos a possibilidade de crescer, iniciar uma relação mais madura e bela com o Senhor e com as pessoas queridas. Uma relação que não fique reduzida à mera troca: dou-te para que me des. Na infância, com frequência, íamos procurar os pais para conseguir deles um brinquedo, um doce, uma coisa qualquer. Isto é, íamos ter com eles por interesse nosso e não por eles mesmos. E, no entanto, a prenda maior eram eles, os pais. Mas isto só aos poucos é que compreendemos, ou seja, à medida que fomos crescendo, ou mesmo só quando nos faltaram. Passando agora à nossa relação com Deus, o Evangelho mostra-nos muitas vezes Jesus circundado de pessoas que o procuram para conseguirem curas, ajudas materiais e não simplesmente pelo desejo de estarem com Ele. Apesar de circundado pela multidão, estava só. Faz-nos muito bem estar com Jesus, sem outro desejo que não Ele mesmo, exatamente como procedemos com as pessoas que amamos. Queremos conhecê-las cada vez melhor, porque é bom estar com elas.
esse anseio, esta inquietação interior foi um impulso decisivo para a viragem nas vidas de muitos santos e santas, como Santo Agostinho, Edith Stein, José Cotolengo, Carlos de Foucault. As decisões importantes têm um preço a pagar, mas um preço que está ao alcance de todos. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Ich grüße die portugiesischsprachigen Pilgergruppen, besonders das Missionsinstitut Servos de Jesus Salvador, die Gläubigen aus Curitiba und Urumama und das Personal von Radio Renascença aus Portugal. Lasst nicht zu, dass euch die Wolken auf eurem Weg davon abhalten, die in euch gelegte Herrlichkeit und Hoffnung auszustrahlen, indem ihr den Herrn immer in euren Herzen preist und Gott dem Vater für alles dankt. Gott segne euch. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os vários grupos de peregrinos de língua portuguesa, em particular o grupo brasileiro do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador, os paroquianos de Curitiba e os diocesanos de Umuarama, e também o grupo Rádio Renascença de Portugal. Nunca deixeis que eventuais nuvens sobre o vosso caminho vos impeçam de irradiar a glória e a esperança depositadas em vós, louvando sempre ao Senhor em vossos corações, dando graças por tudo a Deus Pai. Assim, Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. استمر قداسة البابا اليوم في التكلم على الكآبة التي هي من العناصر التي تحمل على التمييز، وقال: الكآبة يمكن أن تكون مناسبة لكي ننمو في حياتنا، فهي تحدث فينا انتفاضة في النفس وتبقينا واعين وتعزز فينا اليقظة والتواضع وتحمينا من رياح التقلبات، وكلها شروط لا غنى عنها للتقدم في الحياة وفي الحياة الروحية أيضا، بينما الطمأنينة الكاملة والعقيمة إن أصبحت معيارا لخياراتنا وسلوكياتنا فإنها تجعلنا غير إنسانيين وغير مبالين لآلام الآخرين وغير قادرين على قبول آلامنا. وقال قداسته: الكآبة هي أيضاً دعوة إلى المجانية حتى لا نعمل معاً وفقط من أجل مكافآت عاطفية. أن نكون مكتئبين ذلك يمنحنا إمكانية لكي ننمو ونبدأ علاقة أكثر نضجاً وأجمل مع الرب يسوع ومع الأشخاص الأعزاء علينا، علاقة لا تنحصر في مجرد تبادل الأخذ والعطاء. وأكد قداسته
إن الكآبة هي الجواب الواضح على أن علاقاتنا الروحية مع الله لا تسير دائما بحسب رغباتنا. فالمؤمن يعرف جيدا أنه لا يمكن التنبؤ بالنتائج. فكثيرا من الخبراء والمقاطع من الكتاب المقدس التي أثارت أعجابنا مرات كثيرة يمكن أن لا تثير فينا اليوم أي رغبة. الخبرات والقراءات التي لم نجد فيها شيئا من قبل ولم نهتم لها، أو التي فضلنا أن نتجنبها مثل خبرة الصليب، قد تجلب لنا سلاما غير متوقع. علينا أن نواجه الصعوبات في حياتنا بعزم ونحن الواثقون أن الله لا يتركنا أبدا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Der Gruß an die arabischsprachigen Gläubigen. Lasst euch angesichts von Schwierigkeiten niemals entmutigen, sondern stellt euch der Prüfung entschlossen, mit Hilfe der Gnade Gottes, die uns nie im Stich lässt. Möge der Herr euch alle segnen und euch stets vor allem Bösen schützen. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. أمام الصعوبات يجب أن لا نصاب أبدا بالإحباط، بل يجب أن نواجه المحنة بعزم بمساعدة نعمة الله التي لا تخذلنا أبدا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Popłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Mówiąc w dalszym ciągu o rozeznaniu, dziś rozważamy stan duchowy określany jako strapienie, zbawienny smutek, nieuciekanie od zdrowego obcowania z samym sobą pomagają wejść w istotę naszego życia. Strapienie powoduje wstrząśnięcie duszy, sprzyja zachowaniu czujności i pokory. Doskonała, ale aseptyczna pogoda ducha czyni nas obojętnymi na cierpienie innych, niezdolnymi do zaakceptowania własnego cierpienia. Dla wielu świętych właśnie niepokój był decydującym bodźcem do dokonania przełomu we własnym życiu. Strapienie sprzyja także bezinteresowności. Daje nam sposobność zapoczątkowania bardziej dojrzałej relacji z Panem i z bliskimi osobami, która nie sprowadza się do dawania i brania. Nasze modlitwy często mają właśnie taki charakter. Są prośbami kierowanymi do Pana, a nie wyrazem zainteresowania Nim samym. Ewangelie mówią, że Jezus był otaczany przez wielu ludzi, którzy chcieli coś uzyskać. Uzdrowienie, pomoc, a nie po prostu przebywać z Nim. I tak pomimo tłumów był sam. Dobrze jest nauczyć się przebywać z Nim bez jakiegoś innego celu, tak jak chcemy przebywać z kochanymi osobami. Życie duchowe jest relacją z żyjącym. Strapienie jest też odpowiedzią na zastrzeżenie, że doświadczenie Boga to forma sugestii, zwykła projekcja naszych pragnień. Gdyby tak było, bylibyśmy zawsze szczęśliwi i zadowoleni. W modlitwie natomiast zdajemy sobie sprawę, że rezultaty są nieprzewidywalne. Doświadczenia czy fragmenty Biblii, które nieraz budziły w nas entuzjazm, dziś nie powodują uniesienia. A doświadczenia, spotkania, lektury, do których nie przywiązywaliśmy wagi, przynoszą nieoczekiwanie pokój. W obliczu trudności nie należy się zatem zniechęcać, ale z pomocą łaski Bożej stawiać czoło próbom. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku polskim. Der Gruß an die Polen. Ich grüße die Mitglieder der Stiftung SOA und die Künstler aus Polen, der Ukraine, aus Israel und anderen Ländern.
die am Festival der Psalmen Davids teilnehmen und nach Rom gekommen sind, um das Konzert Psalmen des Friedens und der Barmherzigkeit vorzustellen. Ich wünsche mir, dass dieses künstlerische und spirituelle Ereignis Absichten und Projekte der Geschwisterlichkeit und Einigkeit fördern möge. Euch allen meinen Segen. Witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam członków Fundacji SOAR oraz artystów z Polski, z Ukrainy, z Izraela i z innych krajów, uczestników Festiwalu Psalmów Dawidowych, którzy przybyli do Rzymu, aby zaprezentować koncert Psalmy Pokoju i Miłosierdzia. Życzę, aby to wydarzenie artystyczne i duchowe sprzyjało intencjom i projektom braterstwa i zgody. Wszystkim błogosławię. Und nun zum Abschluss der Gruß auf Italienisch. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Ho appreso con dolore, con preoccupazione, mit Schmerz und Sorge habe ich die Nachricht vernommen von einem schweren Raketenangriff in der Ukraine, der viele zivile Infrastrukturen zerstört hat. Beten wir darum, dass der Herr die Herzen derer umkehren möge, die den Krieg fördern. Beten wir darum, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt und stattdessen ein Waffenstillstand erreicht wird. Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Besonders grüße ich die im Generalkapitel versammelten kleinen Apostelinnen der Erlösung, die Schwestern der Union der höheren Ordensoberinnen Italiens, die Gemeinschaft des Leonianischen Seminars von Anagni. Diese Seminaristen haben eine laute Stimme und sie sind mit Bischöfen des Latiums hierher gekommen. Ich fordere sie alle auf, mutig voranzugehen und ihre Beschlüsse der Treue zum Herrn und zur Kirche zu festigen. Ich grüße mit Freude die Feuerwehr der Abruzzen. Vielen Dank für eure wichtige Arbeit. Wenn ich für die Feuerwehrleute bete, bitte ich um eine Gnade für sie, und zwar die Gnade, dass sie keine Arbeit haben. Dann grüße ich noch die Gläubigen aus Bisceglie und Moiano. Ich hoffe, dass eure Pilgerfahrt reich sein wird an geistlichen Früchten zum Nutzen eurer jeweiligen kirchlichen Gemeinschaften. Ich bete für die unschuldigen Opfer des Terroranschlags, der in den letzten Tagen in Istanbul verübt wurde. Unser unablässiges Gebet gilt auch der leidgeplagten Ukraine. Möge der Herr den Ukrainern Trost, Kraft in der Prüfung und Hoffnung auf Frieden geben. Possiamo pregare per l'Ucraina un po' dicendo affrettati, Signore. Wir können für die Ukraine beten und den Herrn bitten, sich zu beeilen. Und abschließend denke ich wie immer an die jungen Kranken und älteren Menschen sowie die Neuvermählten. Nehmt euch die heilige Margarete von Schottland und die heilige Gertrud, deren Gedenken wir heute feiern, zum Vorbild und sucht in Jesus stets Licht und Unterstützung für alle eure Entscheidungen im täglichen Leben.
Ich segne euch alle. Pater noster, qui es in celis, nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Damit endet diese Live-Übertragung der Generalaudienz mit dem Heiligen Vater vom Petersplatz in Rom. Eine Zusammenfassung und die Katechese des Papstes sowie alle weiteren Infos aus Vatikan und Weltkirche finden Sie auf der Webseite von Vatikan News und natürlich in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die über unsere Webseite, Apps und YouTube-Kanal zugeschaltet waren und natürlich auch bei allen, die über unsere Partnersender heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Gritzenberger. Laudetur Jesus Christus.